Jungs und Mädels, liebe Freunde des kreativen Bastelwahnsalons, herzlich willkommen zu einer extrem sinnlosen Bastelstunde, weil das, was hier drinnen ist, macht keinen Sinn. Es wird nie einen benutzen, geschweige denn wirklich dringend nötig haben, so etwas zu besitzen, aber haben es besser als brauchen. Und ich dachte mir, ich mache mit euch einfach eine Vampirjäger-Tötungsküste. Und das gute Stück sieht jetzt relativ fertig schon so aus. Ist randvoll gebackt mit ziemlich coolen Goodies. Einiges davon muss noch ein bisschen modifiziert werden, aber ich darf euch heute es ist fast der dritte Teil. Wir haben einen Vlog gemacht, einen Livestream und jetzt im Prinzip den zweiten Vlog. Darf ich euch zeigen, wie man das Teil jetzt hier mal ein bisschen zusammengebaut hat. Es sind Teile 3D gedruckt worden, geschnitzt worden, eingekauft und auf alt gemacht worden. Wir haben hier alte Schriften, all das zeige ich euch jetzt mal in diesem Vlog. Und ich hoffe, ihr bekommt auch ein bisschen Gespür dafür, dass man manche Dinge einfach nur gerne besitzt, weil sie cool aussehen, aber man braucht sie eigentlich überhaupt nicht. Viel Spaß!
Letzter Einblick, bevor das Video auch wieder zu Ende geht. Diesen Bereich hier, den haben wir alles im Livestream gemacht. Das haben wir heute gemeinsam gebaut. Beziehungsweise hier sind relativ viele neue Sachen dazugekommen. Ich habe diese Kugeln, das sind Stahlkugeln mit 0,9 mm Durchmesser, in einem Waffenladen besorgt. Die sind eigentlich für Steinschleudern gedacht. Dann gab es im Secondhand-Laden Rosenkranz. Den kann man dann irgendwo aufhängen. Das Teil hat zwar in dem Koffer momentan noch keinen Platz, kann aber wunderbar hier oben eingehängt werden. So, da kommt ein Kerzchen drauf, natürlich. Ne? Und ja, dann habe ich eigentlich soweit alles mal recht cool beisammen. Jetzt muss ich nur noch im nächsten Vlog wahrscheinlich oder Livestream, wir werden sehen, den Hammer noch ein bisschen modifizieren, ein paar alte Sachen noch reinmachen, vielleicht irgendwo noch kleine Notizen mit Tusche oder Tinte rein. Mir fehlt noch eine Feder, also ein Federkiel, weil Tinte ist auch hier. Somit brauche ich auch irgendwie was zum Schreiben und Notizen zu machen. Ja, ich glaube, das Ding wird nie wirklich fertig, aber ich bin heute mal fertig. Und deswegen müsst ihr jetzt am Schluss noch mal meine Fresse genießen. Das Ding hier hat jetzt sage und schreibe knapp 25 Stunden Arbeitszeit, ja, verschlungen. Bisschen was an Materialkosten. Ich mache das zum Spaß, natürlich auch für euch. Ich möchte es aber auch irgendwie zu Hause einfach irgendwo in der Vitrine stehen haben. Aber wenn ihr in irgendeiner Form mir was zurückgeben wollt, dann liked ihr das Video bzw. den Kanal. Ich würde mich sehr freuen. Und natürlich könnt ihr jederzeit Kommentare unten reinschreiben, eure Ideen, eure Wünsche, genau das, was ihr vielleicht im Livestream oder auch vorher schon im Vlog gemacht habt. Schreibt es rein, vielleicht habe ich was vergessen, was extrem wichtig ist. Oder wo ihr sagt, da hättet ihr noch eine bessere Idee. Ja, raus damit. Das ist nicht ein egoistisches Projekt, sondern es ist ein Gesamtprojekt. Mit euch, für euch, mit mir, für mich. Großartig, oder? In diesem Sinne, herzlichen Dank fürs Zusehen. Peace, love and... Ja, liebe Vampire, schraubt eure Zähne raus, der Schweighofer kommt. Er ist bewaffnet. Schweighofer.